willkommen bei Auto360.de. Mein Name ist Dietmar Stanka und ich sitze heute am Steuer eines Ford Fiesta ST200. Der schnellste und stärkste bis dato gebaute Serien-Fiesta. Er wird uns allerdings dieses Jahr noch verlassen. Es kommt ja ein neuer Fiesta und mit dem neuen Fiesta kommt auch ein neuer Motor. Kein Vierzylinder, 1,6 Liter mit einem Turbo beatmet mehr. Nein, es wird jetzt ein Dreizylinder. Gleiche Leistung, also auch 200 PS. Auch 6,7 Sekunden von 0 auf 100. Ob er teurer wird, wissen wir noch nicht. Er sieht ein bisschen anders aus. Da haben wir ja schon ein paar Bilder gesehen. Aber im Großen und Ganzen müssen wir uns jetzt damit letztendlich beschäftigen und letztendlich auch darüber nachdenken. Wollen wir denn einen Dreizylinder haben oder wollen wir einen Vierzylinder? Dann heißt es allerdings verdammt schnell sein, weil der ST200 segnet wie alle anderen Fiesta mit Vierzylindermotoren dieses Jahr noch das Zeitliche. Ja, 24.890 Euro, ich habe es gerade schon gesagt, das Auto ist absolut fantastisch, geht wie die wilde Sau und macht irrsinnig viel Laune. Er hat ein dramatisch gutes Fahrwerk, es ist ein bisschen holprig, das ist ganz klar, das Auto hat ja keinen riesen Radstand. Dafür hat er eine wunderbare Beschleunigung in der Form, dass nämlich mit Torque Vectoring Control das Kurveninnere dort abgebremst, das Kurvenäußere dann die mehr Power bekommt. Es zieht einem also förmlich aus der Kurve, untersteuern ist fast passé und das macht natürlich das Auto noch viel fahraktiver, gerade für den Frontantrieb da ja total wichtig. Man sieht es ganz eindeutig, selbst mit den Winterreifen bleibt er wunderschön in der Spur, geht gut, macht Laune und hat auch einen anständigen Sound, der allerdings wie so oft heutzutage künstlich produziert worden ist. Was aber das macht, weil er hat ja immerhin das tiefe und sonore Grummeln. Ja, ich sage herzlichen Dank bei Auto360.de vorbeigeschaut zu haben. Ein bisschen mehr über den Fiesta und viele Fotos gibt es noch auf der Webseite Auto360.de.